Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Schaut mal, wie das hier blendet hier. Es gibt so Tests, auf die freue ich mich wirklich ganz, ganz besonders. KitKat Senses Taste of Coconut Deluxe bzw. Taste of Deluxe Coconut. Das ist eine ganz besondere KitKat-Sorte und die sieht auch gleich aus der Verpackung auch schon so lecker marmoriert aus. Ich habe die schon vor ein paar Wochen, ich glaube sogar vor Monaten mal auf Instagram gesehen, international, denn diese Sorte gibt es in Russland und die sieht optisch echt mega geil aus. Und jetzt bin ich wirklich gespannt, ob sie auch so geil schmeckt. KitKat Senses als riesige KitKat-Tafel. Diese großen KitKat-Tafeln, die kenne ich auch noch aus Neuseeland. Da haben die auch so 3 Milliarden Neuseeland-Australien verrückte KitKat-Sorten. Irgendwie haben die auch gefühlt in jedem Land der Welt mehr KitKat-Sorten als bei uns. Aber immerhin haben wir einige sehr coole KitKat-Chunky-Sorten. Aber hier ist KitKat Senses, haben wir auch mittlerweile Pralinen bekommen. Und das ist eine große KitKat Senses Schokoladentafel, 112 Gramm. Und die kann man hier hinten so richtig schön aufreißen und dann sehen wir gleich gemeinsam, wie dieses KitKat auch aussieht. Es gibt so coole Geschmacksrichtungen. Und wenn ihr mal Junkfood-Guru und KitKat googelt oder auf YouTube eingibt, macht das mal, dann werdet ihr ganz, ganz viele spannende KitKat-Videos testen. Mir macht das nämlich total, Spaß, diese ganzen KitKat-Versionen durchzutesten. Boah, das sieht so toll aus. Schaut mal, ich zeige euch das mal direkt in Großaufnahme. Zwischen Verpackung und echt ist kaum Unterschied, oder? So, ihr Lieben, und jetzt schauen wir mal uns das KitKat Senses Taste of Coconut in Großaufnahme an. Und schaut mal, wie toll das aussieht. Das ist echt eine Süßigkeit. Die sieht aus wie ein Kunstwerk. Und ich habe sie jetzt noch nicht probiert. Ich werde sie gleich zum ersten Mal für euch vor der Kamera verköstigen. Wow. So, ihr Lieben. Ich habe jetzt mal so ein Zweierriegel hier abgebrochen. Wie esst ihr eigentlich KitKat? Macht ihr das wirklich einzeln mit den Riegeln oder esst ihr das doppelt? Oder wenn ihr so ein Vierer-KitKat habt, beißt ihr da einfach komplett rein? Ich teile mir das am liebsten auf diese zwei Riegel auf. Und es schmeckt schon richtig krass nach Kokosnuss. Bombe. Dann diese geswirrte Schokolade hier. Ein bisschen weiß, ein bisschen Vollmilch. Das ist richtig, richtig lecker. Echt jetzt. Der Kokosgeschmack kommt auch richtig durch. Man hat ja keine Kokosraspeln wie bei so Bounty, aber definitiv einen sehr deutlich merkbaren Kokosnussgeschmack. Und es macht so einen Spaß, das zu essen. Es ist knusprig, schokoladig, sehr, sehr geil, kommt die Kokosnuss hier durch. Es ist perfekt. Ehrlich, es schmeckt genauso geil, wie es aussieht, ihr Lieben. 10 Punkte oder 9 Punkte? Da muss ich jetzt gerade noch selbst überlegen. Ich finde es sehr, 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 sehr lecker. Wenn ihr mega Kokosfans seid, dann hat es 10 Punkte verdient. Ich finde Kokos gut. Deswegen bekommt es von mir auf der Geschmacksskala von 1 bis 10 9 Kokospunkte vom Junkfood-Guru, ihr Lieben. Hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren, Daumen nach oben und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Tschüss!